Hallo meine Lieben, ein fröhliches Nachweihnachten. Die letzten zwei Wochen kamen wieder keine Videos. Ich war erstens auf dem Bewerbungsgespräch. Zweitens, ich bin über die Feiertage zu meiner Oma gefahren. Ich habe sie seit 2 Jahren nicht mehr gesehen und deswegen war das für mich eher Familienzeit und ich wollte da kein Video drehen oder so. Und drittens, wie man es vielleicht hören kann, meine Nase ist immer noch zu. Ich bin immer noch leicht erkältet. Und ja, wie ihr es in der Überschrift gelesen habt, ist dieses Video mein Jahresrückblick für mich jetzt. Also ich blende jetzt nichts ein oder so. Jahresrückblick, was hat gut geklappt, was nicht. Und was erwartet euch, also euch da draußen, 2015. Und ich fange mit der Frage an, was passiert für euch 2015? Also ich werde weiterhin YouTube machen. Im Januar sind es 2 Jahre. Ich bin ganz stolz mit meinen ca. 150 Abonnenten. Ich glaube, es sind 154 Abonnenten. Ich habe euch alle ganz, 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 ganz doll lieb. Ihr seid meine Launebärchen. Und ja, ihr seid mir richtig ans Herz gewachsen. Und ja, ich hoffe und ich wünsche es mir auch, dass wir mehr miteinander kommunizieren können. Ich sage jetzt einfach mehr quatschen miteinander über die Kommentare. Und ja, das ist mir sehr wichtig, dass ihr mir mal ein bisschen mehr Feedback gibt. Auch wenn mein Kanal klein ist. Ich fand das sehr schön. Aus dem einfachen Grund, weil es einfach schöner ist. Dann kann ich mehr, weiß ich, was ich verbessern muss, was schlecht, besser vorher war oder was schlechter ist, damit ihr mir das sagen könnt. Was ich euch wünsche für das neue Jahr ist, dass ihr alle gesund bleibt oder wenn ihr krank seid, gesund werdet, so wie ich. Dass ihr alle viel Spaß im neuen Jahr habt und dass ihr die schrecklichen Sachen aus dem letzten Jahr liegen lassen könnt und die schönen Sachen mitnehmen könnt. Das sagt meine Mama auch immer zu mir. So, was hat, jetzt kommt mein Rückblick, was hat gut geklappt im letzten Jahr und was hat nicht so gut geklappt? Schlecht geklappt hat das mit den Videos. Ich weiß, es kam immer so bröckelnd und nicht so schön. Was gut geklappt hat, war eigentlich das, obwohl ich so wenig Videos gemacht habe und immer Pausen hatte dazwischen, wart ihr mir treu. Da bin ich ganz stolz drauf, dass ihr mir treu bleibt, dass ihr treu seid und nicht einfach, oh, jetzt kam eine Woche kein Video, entabonnieren, sondern dass ihr mich versteht, sozusagen. Was für mich jetzt gut geklappt hat im letzten Jahr, dass ich meine liebe Gina, ich grüße dich jetzt ganz lieb, dass ich wieder zu ihr gefunden habe und sie zu mir. Also wir sind kein Paar, aber die Freundschaft ist so ein bisschen auseinandergegangen, weil viel passiert ist Anfang des Jahres und Ende des Jahres. So zum neuen Schuljahr hin kamen wir wieder so zusammen. Wir verstehen uns jetzt noch besser als vorher und ich hoffe, das bleibt auch so. Sie ist mir ganz, 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 ganz doll ans Herz gewachsen. Ich habe sie wirklich lieb. Was hat noch gut geklappt? Ja, die Beziehung mit meinem Freund, den ich auch über alles liebe. Und was schlecht geklappt hat, ich hatte ein bisschen Zickenkrieg mit alten Freunden. Ich nenne es jetzt alte Freunde, ja. Und das mit der Schule, das hat nicht so geklappt, wie ich will. Aber das wird, ich brauche immer so ein Jahr, halbes Jahr Anlaufzeit und dann läuft es. Ich weiß nicht, wie euch es dabei geht. Ansonsten war das Jahr eigentlich ganz schön. Trotzdem habe ich mir jetzt ein Lebensmotto überlegt, was ich mir jetzt vielleicht später irgendwann mal irgendwo hin tätowieren will. Ganz klein. Und zwar lebe dein Leben und genieße den Tag. Weil ich habe letztes Jahr gemerkt, dass ich die Tage irgendwie nur so an mir vorbei gelaufen sind. Oder
vorbei an mir geflogen sind, ich ja gar nicht registriert habe, ab und zu mal, welcher Tag überhaupt ist. Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass ich so konzentriert auf die Schule war oder einfach keinen Bock mehr hatte, in diesem Jahr zu sein. Aber ich möchte die Tage mehr genießen und nicht mich abhetzen oder irgendwie so. Ich möchte zwar schon noch was für die Schule tun und für YouTube, aber ich möchte auch Freizeit haben. Für mich, für meinen Freund, für Freundinnen. Das ist mir jetzt auch ganz wichtig. Dieses Jahr hat das auch nicht so geklappt, wie ich mir letztes Jahr gewünscht habe, dass ich mehr mit meinen Freunden mache. Irgendwie, naja, ne? Okay. Ja, das war's eigentlich. Ich hoffe, ihr freut euch auf 2015 genauso sehr wie ich. Ich habe viele, viele Ideen gesammelt über das Jahr. Es werden Challenges kommen, es werden mehr Videos mit meinem Freund kommen, es werden mehr Videos mit Freundinnen kommen, zum Beispiel mit meiner Gina, mit meinem Jeanchen. Die steht in meinem Handy als zweite Großliebe. Okay, das war jetzt zu viel. Okay, meine lieben Launebärchen, ich wünsche euch einen guten Rutsch in 2015. Nehmt die schönen Erinnerungen mit und vergesst die schrecklichen.